Ja, willkommen wieder auf meinem Kanal. Hallo, hier ist Seapocket, hier ist Matthias, diesmal aus Bangkok wieder. Wir sind nach Chinatown und es war spannend. Das erste, was wir gesehen haben in einer kleinen Gasse, war ein Polizist, der sich bei einer Wahrsagerin hat die Zukunft voraussagen lassen. Gleich neben einem chinesischen Schrein. Wie ihr vielleicht schon mal gesehen habt, sind diese Schreine ein bisschen anders als die typisch buddhistisch-thailändischen. Man sieht es auch an den Lampignons, man sieht daran, dass es ein bisschen andere Drachen sind, die dort abgebildet werden, etc. Sehr spannend zu sehen, Chinatown, chinesische Schreine, Tempel und überall Goldshops. Die sind bestimmt auf dem Weg zum Goldshop gewesen. Ja, da ist auch so ein Goldshop, da kann man mal reinschauen. Sieht ein bisschen anders aus als in Deutschland. Und eigentlich alle in chinesischer Hand. Impression. Es gab überall etwas zu essen. Es gab überall ausreichend zu essen, muss man sagen. Wahnsinn. Hier ein Stand mit Squid, mit Tintenfischen. Nur für diese eine Nacht so viele Tintenfische. Wow. Auf dieser Seite holt man sich ein Ticket, bezahlt das und bekommt seinen Fisch. Guten Matthias, a moment, where are you? Now we're in Chinatown. Wir warten auf unser Essen und das geht bestimmt gleich los. Wir haben ganz nette Leute hier aus Singapur. Wir haben ja gedacht, dass die Thai sprechen, aber die sprechen gar kein Thai. They speak English. Look Asian, but not speak Thai. Oh, da kommt das leckere Essen. Was habe ich mir bestellt? Sehr lecker. Es gab Garnelen im Teigmantel. Salatsoße. Ja. Aber sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und danach noch ein bisschen bummeln, chinesische Souvenirs kaufen, Winkelkatzen, Lampignons, Glücksschweinchen, rote Fächer, was man so alles braucht. Interessant zu sehen. Es war unheimlich busy. Überall war was los. Tuk-Tuks. Diese Leute, die irgendwas durch die Straßen transportiert haben, war schon sehr, sehr spannend. Und je später der Abend, umso voller wurde es auch. Du siehst es gleich, wie voll die Straßen werden. Es sind große Straßen, es sind auch viele kleine Straßen, die sehr voll sind. Und ich würde empfehlen, auch mal die kleinen Straßen zu besuchen. Ja, Chinatown, knallrot, chinesisch rot, wow, einfach toll zu sehen. Und da siehst du, wie voll es langsam wird. Und das war dann für uns auch so langsam Zeit zu sagen, okay, wir fahren jetzt langsam mal wieder nach Hause. Wer möchte, nimmt noch ein bisschen Glück mit. Und dann haben wir uns ins Tuk-Tuk gesetzt, den Preis verhandelt, wie man das so schön macht und dann ab ins Hotel. Und das war auf jeden Fall ein aufregender Abend. Kann ich nur empfehlen, fahrt nach Chinatown. Sehr, sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wieder in Bangkok. Wir haben viel Filmmaterial gemacht und das nächste Mal fahren wir wahrscheinlich mit dem Tuk-Tuk irgendwo hin. Vielen Dank und liebe Grüße aus Thailand. Tschüss, euer Matthias.